Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen fantastischen Folge Overwatch 2 mit einem Gönner-G. Ungelogen, ich mag den neuen, also Eis, Arctic Ice, und ich mag den anderen und ich habe 1365 Credits, das heißt, wir gehen auf Battle Pass aufwerten. Das ist noch lange nicht meine finale Form. Gehen wir mal zum Reaper, weil ich habe jetzt ein Ultra-Watch. Alter, sieht das fresh oder sieht das fresh aus? Na gut. Ich habe ja auch gesagt, dass ich samstags und so viel mehr streame. Daran werde ich mich auch erstmal halten. Und für euch wird das dann so sein, dass ich einfach extremst langsam werde. Weil das Let's Play für Overwatch ist ja auch bald vorbei. Sobald die Overwatch Battle Pass auf 80 ist, bin ich Ende aus Mickey Mouse, kommt dann kein Overwatch-Video mehr. Das heißt, dann ist schon zu Ende. Ich bin unsichtbar. Mein Kumpel.
Er ist tot. Sie hat ihn abgeschlachtet. Du Hund. Du hast meinen besten Freund abgeschlachtet. Alter, was ist denn jetzt los? Ach komm. Mann, war das eine geile Runde. Die hat Spaß gemacht. Wie sieht es eigentlich im Battle Pass hauptsächlich aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube 10. Ja, aber Level 20 hast du schon den nächsten, Alter. Den fucking Mauger Skin. Dann kommt Sojourns Battle Pass gegen. Alter, wie willst du mit dieser fetten Uchi-Knarre was sehen können? Der war gratis. Immerhin finde ich es gut, dass sie wenigstens auch Sommerskins reingetan haben, ne? Souvenir. Genau darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Auf den Genji. Ich finde den Skin so sick irgendwie, genauso sick wie der Prisma-Skin von ihm. Ich dachte kurz, das Spiel will mich wieder enttäuschen. Das Spiel will mir wieder in die Fresse und sagen so, nee, nee. Nur 7 Minuten sind jetzt vergangen. Aber ich bleib heute mal bei Reaper mit dem Ultra-Watch-Skin, Alter. Gibt's ja heute schon eine Folge neues Gameplay, Leute. Ein Indie-Horror-Spiel. Oh Gott sei Dank, sie hat ihn. Sie hat ihn wiedergeholt. Ich mache ja immer mit Plan, Leute. Also, falls ihr denkt, ich bringe mich deswegen um, dann richtig, ich bringe mich um für meine eigenen Teammates. Klingt zwar immer so richtig auf depressive Art, aber. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Alter, aber ich finde diese Kanonen von Reaper in diesem Battle Pass Skin richtig fett, aber irgendwie sah das Skin so. Na gut, der wird nicht zu Reaper passen, weil der erstens ein bisschen hell ist und eine Maske anhat, aber. Ich würde trotzdem sagen, trotz allem finde ich diesen Skin extrem nice. Das war so gefailt mit eurem Kack. Nicht überhaupt Schaden? Wow. Aua.
Ich habe jetzt schon 9 Kills gemacht. Du hast den Weeper ins Gesicht geguckt, der hast du auch in die Fresse geregnet mit der Full Power. Sorry Leute, übrigens, dass ich jedes Mal nicht jeden Tag Overwatch spielen kann. Hat ja auch Gründe, dass ich irgendwie auch andere Sachen zu erledigen habe, also zu Let's Playen oder generell gerade derzeit extrem wenig Zeit habe, vor allem montags bis donnerstags. Freitags habe ich für euch sehr viel Zeit, samstags auch. Dienstags habe ich eigentlich auch sehr viel Zeit. Montags könnte ich rein theoretisch 3 rausmachen und dienstags könnte ich 4 machen. Weil ich weiß auch nicht genau, warum ich das nicht mache. Vielleicht weil ich aber noch so, naja. So ungeheuerlich dumm bin. Auf den ersten, den ich treffe, ist aber fucking Bauger. Ist klar. Warum heilt er? Hä? Ja, das glaube ich dir. Aua, 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 aua. Ach egal, ich heil. Wie oft vergesse ich das eigentlich, dass man sich selbst heilen kann? Aua. Ich bin dead. Ach ja, mal überall lag ja in mir drinne. Erstmal. Oh Mann, was sind das hier wieder für Runden? Die eine Runde wurde einfach gewonnen, während ich beigetreten bin. Die andere Runde hier ist irgendwie Kinderkacke. Ich bin groß und vier Scheiße, euch holla la 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 Kaiu. Ich bin groß und vier heiße Kaiu Kaiu. Ich bin groß und vier Scheiße, auf euch ich nicht. Hier habe keinen Bock auf euch. Tschüss, Kaiu. Bin groß und vier Scheiß auf euch, ich Kaiu. Alter, ich glaube. Vor allem, dass sie noch nachladen musste. Den habe ich wegrasiert danach. Ich finde den Stil. Battle Pass Stufe 4. Jo. Stufe 5. Jo. Nein, ich war doch gerade. So wie dann. Okay. Vor allem fällt euch was auf. Bin bei beiden Credits auf 300. Ra. Den hat sogar Kavum, fällt mir gerade auf. Aber er braucht halt auch ein Stil. Er braucht halt auch mal einen Stil, deswegen kaufe ich Senyata auch jetzt mal einen Stil. Senyata, ey, ich finde diesen Stil einfach fresh von ihm, muss ich leider zugeben. Kohlefaser sieht richtig fresh bei ihm aus.
Kohlefaser vor allem, ne? Man kann sagen, was man will, aber das finde ich irgendwie wirklich sehr fresh. Wenn Cassidy mal einen krassen Stil hat, wie, naja, ich glaube, sein einzigen Stil, den ich feiere, ist Van Helsing. Van Helsing. Oder. Nein, nein. Rettung schon mal ist scheiße. Untoter ist auch richtig fresh. Aber naja. Bei dem einzigen, den ich sogar am meisten, glaube ich, feiern würde von den ganzen Prisma-Skins, ist sogar mit Abstand Ash einer von den krassesten. Aber trotzdem feiere ich irgendwie den Genji Prisma-Skin. Ihr seht, wie krass der sich verändert dann. Wenn wir machen das mal auf 2. Hier auf Stufe 3. Einfach krass, der Cyberdämon. Aber ich fand den Stil von Genji auch noch krass. Den Junker Genji, Alter. Henker. Meine letzte Runde wird wieder eine Runde sein, wo jemand verlassen hat. Wetten und jemand spielt den Reaper. Oh. Naja. Au! Alter, warum spiele ich heute den ganzen Tag Reaper gegen Mauga, Alter? Oh Mann, 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 aua! Oh Mann, 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 oh Mann. Digga, das ist die fucking Reaper Mauger Bande, Alter, heute. Nein, du Hund, du Hundehanso, ich hasse dich. Hanzo, du Arsch! Oh, wir haben uns reingeschlichen. Nein, rein mit dir! Jetzt, Wodok! Das ist deren. Ja, wie oft hat sie ihre Ult? Und ihr habt verloren.
Eieieiei, nicht schon wieder du! Alter, dieser Arsch. Na gut, Leute, würde ich jetzt mal sagen, das war's mit der Folge. Overwatch, wir sehen uns nachher wieder, wenn, oder mehr morgen wieder, wenn Total God XC wieder dabei ist. Aber auf jeden Fall im Megastream sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss!